Tag. Alter, es ist heiß heute wieder hier drin, Leute. Oh, ich habe Budi und Simon gerade rausgeschmissen. Die haben ja gerade. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das David Cage-Spiel kann doch nicht sein. Da merkt man, dass man alt wird, ne? Und hab hier einen Tisch reingestellt. Seht ihr, das ist ein bisschen anders. Wir sind trotzdem hier im lustigen Hangy-Room. Aber ich dachte, bei den Sachen, die ich heute zur Wahl stelle, die ihr aussuchen dürft, die wir zusammen spielen werden, ist ein Tisch angebracht. Ich brauche mehr Kontrolle. Nun, häufig habe ich mit euch gespielt und ich war mit meiner Leistung nicht immer zufrieden. Vielleicht war ich nicht immer in Form, aber meine Leistungen blieben immer unter meinen Erwartungen. Vielleicht sind sie zu hoch, aber das wäre eine andere Geschichte. Aber ich denke, mit diesem Tisch und diesem Setup, wenn ich mich so hinsetze, glaube ich, kann ich viel effektiver und besser spielen. Denn wir voten. Und liebe Regie, vielleicht seid ihr schon bereit, so einen kleinen Vote reinzufeuern? Mehrere Spiele haben wir ja zur Auswahl. Kannst du uns einfach nochmal die Spiele nennen und dann geht's los? Ich habe mir, also ganz neu, seit gestern draußen ist Moonlighter. Also wie Mondfeuerzeug wird das geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das könnten wir spielen, das könnt ihr gleich voten. Das ist so ein, das ist ähnlich wie Binding of Isaac. Der René hat mir das eigentlich gerade erklärt und gezeigt. Das kam ja erst gestern raus, so ein Roguelike, Dungeon, na, nicht Dungeon Crawl. Ja, Retro-Look, Dungeon Crawl, Roguelike, Permadeath-Game. Und das können wir spielen. Das hab ich, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Habe ich wirklich von René gerade erst erfahren. Vorher dachte ich, hey, wir können ja auch vielleicht mal in Dark Souls reingucken. Denn als ich war letzte Woche im Urlaub. Und da hatte ich manchmal auch ein paar schöne Minuten mit dem PC, wo ich dachte, hey, was spielst du als nächstes? Das neue Dark Souls ist draußen. Was heißt das neue, diese Remaster-Version? Habe ich mal reingeguckt. Und dachte, hey, vielleicht gucken wir noch mal zusammen rein und spielen so lange, bis ich das erste Mal sterbe. Das wäre die zweite Wahl, Dark Souls. Dritte Wahl wäre, wir könnten auch in City Skylines reingucken. Da gibt's ein neues Add-on, das heißt, wie heißt das nochmal? Da kann man jetzt Parks bauen, Vergnügungsparks, das nennt sich Park Life. Das könnten wir spielen. Das wäre das dritte, City Skylines. Und das vierte ist House Flipper. Kennt ihr House Flipper? Glaub nicht. Ich gehe mal hier kurz. Kann ich hier nicht einen Trailer abfeuern? Ah, warte, ich hab's gleich. Gib mir eine Sekunde. Da ist die Store-Page und dann zeige ich euch hier diesen Trailer. So sieht das Ganze nämlich aus. Ganz hübsch. Ich fand die Idee lustig, weil das mache ich auch zu Hause gerade. Aufräumen ohne Ende, Sachen neu machen und bauen. Und irgendwie habe ich mich da angesprochen gefühlt, habe das auch schon mal ausprobiert. Es ist zwar nicht das Überspiel und der Mega-Killer, aber irgendwie ist es so ein Spiel, mit dem kann man Spaß haben, denke ich. Das sind vier Stück zur Auswahl. Seht ihr hier, ne? Interior Designer. Man ist quasi so ein Saubermach- und Renovierunternehmen. Das ist ganz lustig. Die vier Sachen haben wir zur Auswahl. Habt ihr das mitgekriegt, Regie? Oder soll ich noch mal, habt ihr alle Namen? Ja, wir starten mal. Oh, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Die Regie feuert ein Vote ab. Es ist auch immer nicht ganz so einfach mit dem Vote. Da muss man kurz warten, weil wir müssen die Energie transferieren von den Lebenserhaltungssystemen auf die Voterhaltungssysteme. Daran erkennt ihr auch, mein Transpirationsfluss ist erhöht. Das liegt daran, weil die Lebenserhaltungssysteme hier nur auf 10% sind. Okay, es wird abgevotet. Wie das funktioniert, wisst ihr. Wir haben Dark Souls, Moonlighter, City Skylines und House Flipper. Und für Dark Souls habe ich mir auch schon das Pad vorsichtshalber. Ich habe nämlich so das, ich habe schon eine Ahnung, was ihr eventuell votet. Und da sehe ich auch den Chat direkt vor mir. Aber der sieht relativ. Oh, da kommt immer häufig House Flipper. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da freue ich mich aber. Das ist witzig. Das ist mal so ein Spiel, da kann man nicht verlieren, da ärgere ich mich nicht, da tötet mich nicht einer irgendwie, weil er besser ist als ich, was ich überhaupt nicht ab kann. Und dann lösen wir gleich mal auf. Ich habe mal kurz reingeguckt in diesen Dark Souls. Diese Special Edition oder was das sein soll. Und ich habe absolut, da sollen ja neue Lighting-Effekte drin sein, dass das hübscher aussieht da mit den Lichteffekten. Das irgendwie ist mir da nicht wirklich viel aufgefallen, weil Dark Souls 1 ja jetzt auch schon so lange her ist, dass man sich an die Optik von 2 und eigentlich den 3 schon gewöhnt hat. Und wenn 1 denn ein bisschen besser aussieht, dann fällt einem das so gut wie gar nicht auf. Was mir aufgefallen ist, ist, dass bei Dark Souls 1 sie diese feuchte Wände-Effekte, ihr kennt das, ihr geht an diesen feuchten Kerkerwänden vorbei und sie glitzern so im Dunkeln am Kerzenschein und irgendwie haben sie das total übertrieben. Das sieht aus, als hätten sie alle Wände mit so Klarlack eingesprüht bei Dark Souls in Undead Burg. Ist euch das mal aufgefallen? Naja, ich würde sagen, wir lösen mal den Vote auf, oder? Was haltet ihr davon, Regie? Wir haben 39% House Flipper,
40%. Vote ist damit beendet. Ich starte Hausflipper. Ab geht die Post. Fertig runtergeladen ist es schon. Wir sind hier vorbereitet auf alles. Und das Spiel lädt schon von Empyrean. Würde ich euch jetzt gerne sagen, was sie noch programmiert haben. Weiß ich aber gerade gar nicht. Höre ich zum ersten Mal Empyrean. Sagt mir gar nichts. Kann sein, dass es ein kleines Indie-Studio ist, das noch gar nicht so viel gemacht hat. Oder dass ich einfach keine Ahnung habe von dem, was ich hier tue. Ich habe auch schon die ersten paar Missionen abgeschlossen. Man startet mit noch nicht so vielen Möglichkeiten in dem Spiel und schaltet dann immer mehr frei. Das erste, was man freischaltet, ist der Wischmob. Das zweite, was man freischaltet, ist, glaube ich, nee, das Multitool war in diesem anderen Spiel. Das zweite, was man freischaltet, war was anderes. War nicht der Wischmob. Aber das sehen wir gleich. Ich guck, es lädt lange, ne? Erstaunlich lange. Ich guck mal in den Chat in der Zeit. Renovier doch mal lieber eure eigene Bude in Real Life statt eine virtuelle, sagt Tino. Ja, machen wir am Freitag ist großer Backyard Sale hier. Da wird der ganze Kram verkauft, der hier rumsteht. Könnt ihr auch vorbeikommen. Denzel Taylor, der Heimwerker-King, sagt Steen Ray. Ja, ja, hier, wie heißt der da? Home Improvement. Hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Streichen, ne? Genau, streichen ist das zweite. Bierhumpen kennt's anscheinend schon. Der Hammer, sagt Ariel. Ich glaube, du irrst dich, aber hier geht's. Los. Wir machen das Spiel fortsetzen, dass wir diese ersten drei Anfangsmissionen nicht nochmal uns angucken müssen, weil die waren ein bisschen low. Ah, renovieren ist was anderes, sagt jemand mit einem alphanumerischen Namen. Bandstreichen ist das zweite, sagt auch Lobo. Ja, das glaube ich auch. Da habe ich dann aber auch aufgehört beim Bandstreichen, weil das war dann auch irgendwann, da dachte ich mir, was, soll ich jetzt wirklich die gesamte Wand streichen da? Nee. Das ist mein Haus. Und auch gleichzeitig meine Firma. Ich habe mich selbstständig gemacht hier. Also als ich das erste Mal angemacht hatte, müsst ihr auch an die Sims denken. Ich dachte irgendwie, das sieht aus wie Sims in First Person. Weil original dieses schöne quadratische Grundstück, dieser schöne Rasen und irgendwie auch dieses Haus und auch die Nachbarschaft, total erinnert mich das an die Sims. So, richtig schick. Und ich habe hier natürlich alles drin. Ein Bett, eine Kettensäge, eine Herdplatte. Hier ist das Badezimmer. Das ist noch nicht so sauber, aber das ist as sauber as it gets. Ja, ich habe hier meinen Wischmob und ich kann hier gerne mal wischen, aber das wird nicht sauberer. Das ist schon eingebrannt. Oder das ist der Look. Dirt Look. Smoky Look. Das wird richtig in demnächst. Und hier ist mein Computer und da holen wir uns jetzt mal einen neuen Auftrag, okay? So, E-Mail. Wir haben hier verschiedene Sachen. Ich dachte, wir machen das mal, weil das sehr umfangreich ist. Ich lese das mal ganz kurz vor. Und zwar haben wir einen Auftrag gekriegt von Markus Seifert. Der sagt, guten Tag, lustiger Smiley. Meine wunderschöne Frau ist schwanger und wir haben für nichts Zeit. Wobei wir sehr glücklich sind. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich erledigen muss. So viel zu tun vor der Ankunft meiner kleinen Prinzessin. Wir wissen nämlich zu 100%, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein kleines, schnuggeliges Häuschen für uns drei gekauft. Nur muss dieses ordentlich aufgeräumt werden. Das Kinderzimmer muss ja auch irgendwie aussehen. Ich hoffe, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Kauf bitte auch alles Nötige für das Kinderzimmer, ein Kinderbett, ein Wickeltisch, vielleicht Spielzeug. Ich verlasse mich auf dich, lustiger Smiley. Und streich die Wände im Kinderzimmer unbedingt in hellrosa. Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße, Markus Seifert, bald Vater. Wir akzeptieren das Ganze. Was er uns gibt, wir machen das nur aus Spaß, ja? Geld verhandeln wir nicht. Lassen wir uns einfach irgendwas überweisen am Ende. Wir sind wieder in derselben Straße, anderes Haus. Bisschen größeres Haus. Und wir haben einen neuen Auftrag. Wollen wir den mal erledigen? Oh shit, erstmal aufräumen. Ganz einfach mit der linken Maustaste. Das ist noch der einfachste Part. Sieht aus hier. Einfach den Pillepalle-Kram kann man wirklich mit der linken Maustaste hier relativ easy wegklicken. Das muss alles aufgeräumt werden. Ich hole den Wischmob gleich raus. Erstmal den Müll raus, würde ich sagen. Oh, das ist aber eine schöne Toilette, oder? Die Form so eckig. Ich finde ja, dass Toiletten eh designtechnisch, dass da noch Luft nach oben ist. So. Also die Toilettentechnologie hat sich nur im Land der aufgehenden Sonne erheblich weiterentwickelt. Damit ihren Washlets, nennt man die ja. Diese Toiletten mit multifunktionellen Funktionen auch, wie beheizter Klodeckel und diese ganzen Geschichten. Ihr kennt das bestimmt. Ich wollte mir mal so ein Ding zulegen, aber dann habe ich gesehen, wie teuer die sind.
Das hätten wir auch. Hier geht's hinten raus, ist die Veranda. Wieder rein. Ja, alles gut. Ich glaube, wir haben... Oder ist hier noch ein Raum hinter? Ne? So wohnen also diese Armen, sagt Schmorlex. Nur weil es unaufgeräumt ist. Eigentlich ist es ja ein ganz schnickes Haus. Also, jetzt nicht viele Quadratmeter, aber... Ich meine, brauchst du doch auch nicht. Kommt drauf an, wie viele Kinder du hast oder wie viele Frauen. Aber wenn du da alleine drin wohnst, guck mal, das hat ja sogar hier so eine Art Dachboden. Kann man da hin? Das müsste ja, wenn da die Wand ist, müsste das ja... Hier zumindest noch. Der dreckige Gollum sagt, dass sie bei öffentlichen Toiletten aber auch nicht weiter sind als der Franzose. Die Japaner, wo wir bei Toiletten waren eben. Da habe ich gar keine Erfahrung, aber interessant. Ich versuche öffentliche Toiletten zu vermeiden, aber das tut wahrscheinlich jeder. Ich glaube, wir haben alles aufgeräumt. Und jetzt holen wir mal den Wischmopp raus und machen das mal sauber hier. Einfach gedrückt halten. Ihr seht auch rechts den Fortschritt, da sind so ein paar Angaben. Ich glaube, das ist gut soweit. Hier ist noch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, also, ob das tatsächlich ein Wischmopp ist, weil, also rein optisch ist das eher ein Strauß Spaghetti, gebunden an einen Stock. Aber wer weiß, vielleicht ist da nur noch keiner drauf gekommen, dass Pasta ein hervorragender Reinigungsstoff ist. Oh, wie gut das geht mit der Couch, ne? Hier das bei den Wänden, da können wir leider nichts machen. Habt ihr Soundregie eigentlich von dem Spiel? Ich höre nämlich nichts. Hört ihr was da draußen? Hat das Spiel überhaupt Sound? Ha. Das geht nicht weg. Doch, geht weg. Muss man ein bisschen doller draufhalten hier. Okay, wir haben den Müll aufgeräumt und 47% der Verschmutzung gereinigt. Das ist noch nicht genug. Geht das hier weg? Doch, das geht doch weg. Es ist nur sehr hartnäckig. Wie entsteht so ein Dreck an den Seiten, frage ich mich. Oh, hier ist ja überall. Das sieht schon fast nach Schimmel aus. Also das sind ja so auch die bekannten Ecken für so Feuchtigkeitsbildung. Ne? Und, seid ihr froh, dass ihr das gewotet habt? Ist das spannend? Hausflipper. Habe ich in meinem Urlaub entdeckt auf Steam. Da kommen ja mittlerweile täglich so 50 Spiele raus. Und in diesem Riesenpool der täglichen Spieleversorgung hat mich das irgendwie am meisten angemacht. Ja, hier drunter ist da noch was. Ja, hier noch. Gab's da nicht auch mal eins, was so einen Kniff hatte, dieses, wie hieß das, Visceral Cleanup Blabla, wo man hinter irgendwelchen Space Marines aufräumen musste oder so, wo man der Hausmeister von irgendwelchen Deathmatch-Levels gegen Aliens war, wo man reinkommt und überall war Gore und Körperteile und man musste das aufräumen, den Level aufräumen. Das war doch super lustig. Weiß jemand, wie das hieß? Mit den Leichen das? Ja, genau, Schnitzel-Egi. Da ist noch was. Genau, Viscera Cleanup Detail ist das, hieß das Spiel. Frittenheinrich hat den Namen gewusst. Ja, so 10 Minuten war es lustig, sagt AAA. Ja gut, okay, länger habe ich es auch nicht gespielt. Aber die Idee ist schon ganz cool gewesen, oder? Konnte man das nicht sogar im Multiplayer spielen? Ich meine, da passiert dann doch wahrscheinlich dann noch was Lustiges. Oh, hier haben wir es vergessen. Und da die Ecke. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 73% der Verschmutzung, oh Mann. Hier haben wir doch alles, oder? Oh, da unten. Kommen wir da noch ran. Ich sehe keinen Dreck mehr, Leute. Ich habe das doch alles jetzt weggemacht. Hier ist doch alles super. Was wollen die denn? Man hat ja auf der Karte, das habe ich, man kann später noch Skills freischalten. Ich habe schon Skills freigeschaltet. Und eine der Skills ist, dass mir auf der Karte die Verschmutzung angezeigt werden.
Und daher habe ich jetzt gerade gesehen, dass diese Fensterbänke noch verschmutzt sind. Das wäre mir sonst jetzt gar nicht aufgefallen. Denn hier muss noch was sein. Nee? Auf der Karte wird eigentlich was angezeigt. Oder hat das nichts damit zu tun? Ich gehe mal hier in die Hocke. Dahin, da ist noch richtig Dreck. Mal zu hier. Ja, so. 91%, ein bisschen Dreck ist noch. Verstehe ich nicht. Soll hier. Wollen wir mal erstmal mit dem anderen Kram machen. Wir sollen die Fenster reinigen. Gehört das auch noch dazu? Fenster reinigen haben wir übrigens. Oh, das Ding ist neu. Was ist das? Wo ist denn mein Fensterreiniger? Ah, da. Sieht ein bisschen aus. Rasierer. Steuerung ist ganz crazy. Hier am Fenster. Alles schön sauber machen. Schön sauber machen. Da die Ecke nichts vergessen, sonst zählt das nicht. Alles da, da noch, da, da, da. Und ja. Ah, oh, nice. Ich bin so gut. Oh, noch mehr Fenster. Okay. Habt ihr auch diese Kercher Fenstersauger? Ist bei euch auch der Akku nach zweimal Benutzen irgendwie kaputt gegangen? Also, meiner hält nur noch für 5 Minuten oder so. Ich vermeide mittlerweile eh irgendwie diese batteriebetriebenen Haushaltsgeräte zu kaufen. Wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber ein Kabel. Oder? Ist irgendjemand von euch mit diesen Kercher Fenstersaugern? Gibt's ja auch von anderen Firmen. Eigentlich eine gute Idee, aber funktionieren tun die nicht so richtig. Beverly Hills hat gar keine Fenster. Okay, das ist auch natürlich ein riesen Vorteil, muss man mal sagen. Carambolage hat für solche Geschichten eine Mitbewohnerin. Ja, ich habe da auch jemanden für, aber diese Person muss man ja equippen. Mit Equipment, so wie diesem Kercher Fenstersauger. So, guck mal. So, die auch noch. Ich gehe mal mit Schuhen aufs Bett. Das merken die nicht. Ich mach's ja danach sauber, sauber, sauber wieder. Heißes Wasser, Tropfen, Spüle und eine Küchenrolle. Alles andere ist Luxus, sagt Sarge One. Ja, aber. Ich meine, Luxus ist doch super. Ich fand das jetzt. Ich weiß, was du meinst. Man braucht es nicht, aber ich denke, für 50 Euro, so viel kosten die Dinger ja im Schnitt im Baumarkt, ist das eigentlich eine gute Investition, wenn man davon ausgehen könnte, dass die Teile entsprechend lange halten. Ja? Dass man, also, ich meine, was ist falsch daran zu denken, du kaufst dir dieses Gerät und es hält vielleicht mal 20 Jahre? Was ist daran? Das kann man doch. Kann man noch mal von ausgehen, oder? Bin ich zumindest. Und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, dass das nur zwei Einsätze lang hielt. So. Guck mal, das habe ich. Hier auch noch eins. Muss man die Fenster nicht auch von außen putzen, fragt jetzt Mailcat. Du, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber das macht Spaß. Man wird so ein bisschen frickelig in den Fingern, weil das nicht so ganz genau das macht, was man will. Das kennt ihr vielleicht. Och Mann, die habe ich die nicht schon. Heute wird alles mit geplanter Obsoleszenz gebaut, sagt Sosuk. Ja, das ist eine kühne Verschwörungstheorie, aber ich glaube, da ist auch was Wahres im Kern, ne? Also, das ist schon auffällig, wie die Dinge manchmal, wie schnell die kaputt gehen, ne? Aber seht ihr, aber ich meine jetzt mal generell so batteriebetriebene Sachen, oder? Wenn ihr jetzt die Wahl habt. Ich muss zum Beispiel jetzt das erste Mal in meinem Leben ein Rasenmäher kaufen. Musstet ihr schon mal ein Rasenmäher kaufen? Dann steht ihr auf einmal vor so einer Google-Shopping-Liste mit 5000 Rasenmähern, mit einer Price-Range von 5 Euro bis 5 Milliarden. Und dann
irgendwie, würde ich auch natürlich gerne einen diesen Roboter haben. Weil wer hat nicht damals geträumt, so einen R2-D2 zu haben? Ich hätte gerne so einen Rasenmäher-Roboter. Ich würde den Original, würde ich jemanden engagieren, der mir dann meinen Rasenmäher-Roboter im Design von R2-D2 sprüht. In so Paintbrush-Style oder sowas. Das wäre es mir dann alles wert, aber die Dinger sind so teuer. Ich hätte das schon ganz gerne. Und dann ist wieder das Ding, was ich eigentlich meine, mit der Batterie. Weil dann kaufst du dir das Teil und denkst, okay, ich habe jetzt einen R2-D2, der hält auch mehrere Generationen, also wird es mein Rasenmäher-Roboter wahrscheinlich auch machen, aber Pustekuchen, wahrscheinlich hält die Batterie dann wieder nur den Sommer und im nächsten Jahr musst du dir für 5000 Euro eine neue Batterie kaufen oder so, ne? Habe ich alle Fenster? Eins fehlt noch. Welches ist das? Du bist sauber. Du bist sauber. Wieso fehlt der noch? Ich hab doch alle gemacht. Du bist dreckig. Schweinerei. Die Roboter sind totaler Mist. Sagt Karambolage. Oh, weiß ich nicht. Also, ich hab mir die auch vorher bei Leuten angeguckt. Und es gibt schon geile Dinger. Die machen auch ihren Job tatsächlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch welche gibt, die totaler Schwachsinn sind und irgendwie nicht so richtig funktionieren. Warum schaue ich hier zu, anstatt bei mir zu Hause aufzuräumen, fragt Go Quantum. Ja, gute Frage. Können wir uns alle mal an die eigene Nase fassen? Passiert mir ständig. Fenster reinigen, 2 von 5 Aufgaben in anderen Räumen. Hier in diesem Raum habe ich noch reinige die Beschmutzung. In diesem Flur ist noch was schmutzig. Ist das diese Türmatte? Nein. Wie kann hier in diesem Flur noch was schmutzig sein? Es ist alles astrein abgewienert von mir hier. Auf der Karte wird es ja angezeigt. Es muss hier irgendwo... Sag mal, soll ich das mal... Ich nehme den mal in die Hand. Nee, nicht. Ich will das ganze Ding in die Hand nehmen. Ist dahinter Dreck? Nein. Seht ihr den? Hinter dir? Hinter mir? Wo hier hinter mir? Hier ist alles sauber. Die Tür ist es. Sagt Sloofy. Die Tür? Okay, ich probiere nochmal die Tür. Woraus den Mob? Mach zu das Ding. Tatsache, die Tür war es. Seht ihr eigentlich, wie mir der Schweiß mittlerweile schon in Tropfen runterläuft? Puh. Ja, ja, ja. Falls ihr das auf YouTube guckt, wir haben diesen... Habt ihr das in der Zeitung gelesen? Es ist der heißeste Mai seit 1889. Krass, oder? Und genauso, also ich weiß nicht, wenn ihr aus dem Westen kommt, dann habt ihr wahrscheinlich Gewitter und kämpft gerade um euer Leben. Aber hier im Norden ist es mega heiß und super cool. Alle wollen Alzer trinken. Und ich sitze hier und räume virtuell auf. Also, wir haben hier immer noch... Wieso sind hier immer noch Beschmutzungen? Ich verstehe es einfach nicht. Hier muss ich diese... Warte, oder muss ich alle Türen wirklich... nicht. Hier nochmal. Hier wird ihm ja auch irgendwie Schmutz angezeigt auf der Map. Ihr seht das ja. Ja, Tatsache. Hier, das war jetzt auch nochmal dreckig. Ich kann es leider bei diesen Lichtverhältnissen. Vielleicht seht ihr das, aber ich sehe es leider nicht. Weil ich sehr viel Reflexion hier habe. Also helft mir gerne. Die Tür in der Küche, sagt Frittenheinig. Die Fliesen im Bad. Ja, die Fliesen im Bad. Hier im Badezimmer haben wir ja noch 9%. Genau, das hier. Noch 5%. Ich probiere nochmal die Tür von der Rückseite. Bis jetzt war es immer die Tür am Ende. Nee. Hier bei der Badewanne. Ja, genau, dieser kleine Pups hier war es an der Badewanne. Man muss da schon genau hin. Das ist aber ein sehr moderner, ein Toploader. Badezimmer fertig. Flur. Fehlen immer noch 10% im Flur. Ich mache jetzt mal alle Türen sauber. Nee, 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 nee.
Komm, ich wollte das Level auf jeden Fall mal ganz kurz abschließen mit euch, um euch das zu zeigen. Und dann nochmal neu voten. Aber das zieht sich ja jetzt gerade hier doch extrem. Wir machen mal weiter mit, wir sollen das Kinderzimmer rosa streichen. Welches soll denn das Kinderzimmer werden? Das kommt eigentlich nur das in Frage. Dazu müssten wir, also ich kann euch nochmal ganz kurz den Skilltree zeigen. Hier ist der. Mehr Kohle, weniger Anforderungen. Ah, okay. Ja, hier kann man irgendwie... Das sah aber letztes Mal anders aus, mein Skilltree. Und hier kann man Sachen kaufen. So nach so einem... Wie so eine Internetseite, ne? Und dann geht ihr hier nach verschiedenen Rubriken, Badezimmer, guckt ihr dann, wollt ihr einen neuen Toilettenpapierhalter und dann kostet er für 2,34 Euro, holt ihr euch das Ding aus geilem Messingchrom oder was das da ist. Ne, Messing, ne? Chrom ist eher so Silber. Komm, weg damit. Das ist doch original auch aus die Sims. Damit habe ich meine Küche in den Sims gebaut. Kannst du mir nicht erzählen. Diese ganzen Gegenstände hier generell, das sieht aus, als hätten sie die bei die Sims geklaut. Habt ihr auch das Gefühl? Komm, raus hier. Lass mich mal was streichen. Wie war das nochmal mit der Farbe? Die muss ich, glaube ich, muss ich die kaufen vorher? Was sollten wir? Rosa? Rosa? Rot? Irgendwas Pastellrosa? Rosé? Ja, welches Rosa denn? Das hier? Hellrosa? Gibt's das hier hellrosa? Ich sehe kein hellrosa. Soll ich das nehmen? Pastellrosa, oder? Ich nehme das mal. Ist gekauft, hierhin. Dann raus mit unserem Malgelöt hier. Reinrücken. Und dann... Und das ist dann der Part, wo ich meinen Test aufgehört habe. Weil als ich gemerkt hatte, dass ich hier bei den Fenstern tatsächlich unten und dann auch nochmal oben, da dachte ich dann, oh nee, nee, alter F4. Oh, jetzt auch noch, nee, und dann ist leer. Oh ja. Eieiei. Oi, oi, Leute, ich komme mir vor wie der Typ im Fitnessstudio, der den ganzen Laden volltropft, dass alle ausrutschen und sich anekeln. Kennt ihr die Leute, die so derbe abschwitzen beim Sport und du stehst daneben und denkst dir, oh Mann, hoffentlich trete ich da nicht rein. Und musst quasi so der The Floor is Lava spielen, also The Floor is Sweat. Ja, ne? Was haltet ihr von dem Spiel? Soll ich das jetzt wirklich... Ich meine, ihr habt's gevotet, ne? Was soll ich sagen? Also, dann mache ich das halt auch. Aber wir können auch in die Werbung gehen und danach nochmal voten. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Ihr seid hier der Chef, das wisst ihr. Und ich streich gerne alles rosa, wenn ihr das möchtet. Zieh durch da, sagt Admiral Samson. Ja, mach ich. Mach ich. Sehr gut. Und jetzt habe ich aus Versehen, muss ich die Insel... Ach, guck mal, seht ihr, das muss ich auch noch machen. Da hätte ich jetzt gern so ein Splatoon-Mode, dass ich das alles nur hier... Sei ein Mann und zieh durch. Oh ja, Heutzutage hat man einfach nicht mehr so die Geduld, ne? Ist ja auch verständlich. Oh, guck mal, das ist aber noch schmutzig. Da hat einer nicht richtig aufgeräumt. Jawohl. Das haben wir schon. Also, wieder weiter. Sehr gut. Oh, uiuiui. Wieso dieses Game, fragt Saltbjörn. Ja, das frage ich mich auch, ne? Aber die Macht des Votes ist unergründlich. Gleich ist das Minimalziel erreicht. Das seht ihr da auch rechts oben. Ja, genau. Den dünnen Rand am Fenster vergessen. Oh nein. Hier seht ihr das. Den dünnen Rand am Fenster vergessen.
Die Decke soll ich auch noch? Nee. Nee, zum Glück nicht. Da zeigt er mir das gar nicht an. Oder soll ich da hochspringen? Nee, das geht nicht. Decke zum Glück nicht. Aber hier, dieser kleine Rand. Jawohl. Auch da. Lieber Rand. Lass die Wand hinter dem Schrank einfach weiß. Oh, jo, jo. Vielleicht gibt mir die Farbe alle. Kann das sein? Dann muss ich neue Farbe kaufen. Das muss man anscheinend auch mit einberechnen hier. Zynischer Zocker sagt, naja, im Teaser wurde eine Wand mit einem Vorschlaghammer eingerissen. Das war catchy. Du hast vollkommen recht. Ist mir gar nicht auf, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Stimmt, der Teaser, der Trailer, den wir uns angeguckt haben, der war viel spektakulärer. Oh, jetzt ist die Farbe leier. Ey Leute, ich pack's nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Es tut mir furchtbar leid, aber es verursacht mir Schmerzen. Was aber auch einfach an dem Sauerstoffmangel liegt und an der denaturierenden Temperatur, die hier vorherrscht. Also, wie wäre es, wenn wir einmal ganz kurz... Seht ihr das? Meine Güte. Wollen wir einmal ganz kurz in die Werbung gehen? Und wollen wir dann nochmal neu voten? Ich tue auch das Spiel gerne wieder rein, wenn ihr das weitersehen wollt. Aber ich tue wieder die anderen beiden rein. Und dann voten wir gleich nochmal. Ist das, seid ihr d'accord damit, liebe Regie? Thomas und you. Clara? You. Ja? Okay, dann würde ich sagen, auf mein Kommando. Jetzt! Ich habe ja gesagt, wir voten gleich nochmal neu. Wir können den Vote gerne reinhauen. Die Regie ist schon vorbereitet. Und in der Zwischenzeit baue ich noch kurz diese Mission fertig, weil wir haben das Minimalziel fast erreicht. Also lass uns gerne parallel mal reingucken. Ich bin hier schon im Baumenü. Wir suchen gerade Betten. Genau. Ein Kinderbett. Bett mit Schreibtisch. Was ist denn hier für ein Kinderbett? Woran erkennt man ein Kinderbett? Doch eigentlich an der Größe, oder? Die ist hier schwierig. Doch, da steht's, am Namen. Kinderbett Fichte. Nehmen wir das Kinderbett Fichte. Kaufen das. Und... Warte mal, das sieht aber nicht aus wie das Kinderbett Fichte, das ich gerade gesehen habe, oder? Kann ich noch einmal bitte in den Shop gehen und das nochmal überprüfen? Kinderbett Fichte, da ist es. Und wir nehmen helle Nuss und den Bezug in Karo. Und dann kommt das hier schön hin. Wir können das so ein bisschen mit dem Mausrad drehen. Dann hat das Kind hier ein schönes Bett. Das können die Eltern dann richtig hinstellen. So würde ich das nie machen. Also der Kopf müsste auf jeden Fall hier in die Richtung. Ich würde es auch ganz an... Komm, dann machen wir das jetzt richtig. Während ihr fleißig votet, wenn die Mission hier abgeschlossen ist, starten wir das nächste Spiel. Zack, so gehört das hin. Und dann sollten wir noch Spielzeug kaufen für das Kind, das weiß ich. Das ist vielleicht bei Sonstiges. Guck mal. Hier. So ein leicht entstelltes Kaninchen, das schon das eine oder andere Körperteil verloren hat. Hier in diesem Fall das Ohr. Kaufen wir für 8 Euro. Kommt das hier auf. Geil. Komm, gibt's noch mehr? Für Kinder? Eine Gabel. Eine Gabel. Nee, shit, die hat er nicht genommen. Ein Ball, den kaufen wir noch. Sehr gut. Und der kommt einfach hier hin. Wunderbar, guck mal, jetzt haben wir immer noch nicht das Minimalziel erreicht. Verdammt. Gegenstand anbringen, Kinderbett. Streiche Pastellrosen. War das die richtige Farbe? Ja, es war die richtige Farbe. Ich muss noch ein bisschen weiter streichen. Wir können aber gerne in der Zwischenzeit... Ach, das soll so ein Einohrhase sein. Ach, guck mal, jetzt hat er plötzlich 2 Ohren. Das ist ein Gestaltenwandlerhase. Das ist... Ja, klar, das ist... Kennt ihr doch.
Na, die berühmte Frage, hat der Hase jetzt ein Ohr oder zwei Ohren? Aber ich wollte den Vote mal kurz auflösen nebenbei. Können wir das einmal machen? Weil jetzt ist House Flipper nämlich nicht mehr vorne, wie ich gedacht habe. Und Dark Souls ist vorne. Und damit hatte ich eigentlich gerechnet, dass ihr das votet. City Skylines kurz dahinter und Moonlighter noch kürzer dahinter. Aber Vote ist abgeschlossen hiermit, dann starten wir gleich Dark Souls. Ich will aber wenigstens dieses Minimalziel noch erreichen, ja? Lasst mich einmal kurz die Farbe nochmal neu holen, weil die ist uns ausgegangen. Pastellrosa. Noch so ein Eimer hier. Zack, hol den Schmierlatz da raus. Und jetzt steige ich den Eimer hier. Zack. Ja. Ach, schon wieder leer. Okay. Ich fand ganz interessant, als ich zuletzt gestrichen habe, habe ich was gelernt. Und zwar, wisst ihr, wie man die Decke streicht? Ob man die so streicht oder ob man die so streicht? Das ist nämlich ein Unterschied. Und dann habe ich nämlich tatsächlich gelernt, dass man eigentlich immer mit dem Licht streicht. Das heißt, wenn da das Licht einfällt, wusstet ihr das, dann streicht ihr mit dem Licht hier hoch, runter und nicht kreuzend. Ja? Entsprechend, wenn hier das Licht rauskäme, wäre es natürlich anders. Aber das war mir ziemlich neu, das fand ich irgendwie einleuchtend, weil irgendwie konnte ich es mir selbst nicht erklären, warum ich in irgendeiner anderen Weise streichen sollte, ob es da irgendwie einen Trick gibt, den normaler kennen, aber irgendwie leuchtet das ein. Und zwar keinen Unterschied gesehen, aber ich mache das jetzt so. Und wir haben das Minimalziel gleich geschafft, oder? So. Das Licht kommt von zwei Seiten, sagt Oki. Ja, ich glaube nicht auf der Erde. Da haben wir ja nur eine Sonne. Da kommt das Licht dann immer nur aus einer Richtung. Und hier noch. Das müsste doch jetzt mal das Minimalziel erreicht sein, oder? Ganz ehrlich, Leute. Ich starte gleich Dark Souls. Denn wenn die Rolle hier nicht leer ist... Zack. So, ich drück mal Enter. 70% erledigt. Yay. Und dann kommen wir wieder nach Hause. Die Sonne wandert, sagt der zynische Zocker. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber mal ganz ehrlich, da musst du dir ja dann tatsächlich wirklich nur Gedanken machen, wenn du irgendwie... Also normalerweise sind die Häuser ja immer zur Sonne ausgerichtet, ne? Dass du den Garten in der Richtung hast. Und da musst du schon irgendwie ziemlich schräg stehen haben, dass auf der einen Seite... Oder? Wir sind ja hier in der nördlichen Hemisphäre. Also die Sonne ist ja immer irgendwie leicht südlich von uns, oder? Oder sehe ich das falsch? Also zumindest... Ach, keine Ahnung, ich bin ja auch kein Sonnenwissenschaftler. Ne? So heißt es. Die Berufsgruppe. So, ich beende das Ganze mal.